Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Diplomatischen Korps des Landes Sachsen-Anhalt, der Stadt Gardelegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was Romuald Bonk schildert, ist ein Inferno. Ein Inferno von Menschen gemacht in der einstigen Feldscheune dort drüben in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1945. Romuald Bonk, ein jüdischer Häftling aus Polen, ein jüdischer KZ-Häftling aus Polen, hat es wie durch ein Wunder überlebt. Und das, obwohl die Flammen in der Scheune 12 Fuß hoch loderten, obwohl von allen Seiten geschossen wurde, Stunden um Stunden. So berichtet es der Häftling Edward Antoniak. Auch er kam aus Polen. Auch er gehörte zu den wenigen, die sich retten konnten. Edward Antoniak war 18 Jahre jung. Er kannte die Schrecken des Krieges von Beginn an. Er stammte aus Wielun. Sein Schicksal hat mich ganz besonders berührt. Vor einem Jahr nämlich stand ich als deutscher Bundespräsident dort auf dem Marktplatz von Wielun, um gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten und gemeinsam mit den trauernden Einwohnern des Beginns des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Auf die polnische Stadt fielen in den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 die Bomben der Wehrmacht. Es war das erste schwere Verbrechen der Deutschen in diesem Krieg. Das Massaker hier in Gardelegen war eines der letzten. Sehr geehrte Damen und Herren, ursprünglich wollten wir die Opfer im April gedenken, doch Gedenk- und Eröffnungsfeier konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir die Eröffnung dieses wunderbar lichten, modernen Dokumentationszentrums heute nachholen können. Und es ist mir persönlich ein besonderes Anliegen, heute hier zu sein. Und ich danke Ihnen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Herr Stiftungsdirektor, Herr Gedenkstättenleiter. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für diese Einladung. Auch heute gelten meine Gedanken den Opfern und Hinterbliebenen. Zwei von Ihnen sind heute hier. Und dafür sind wir alle zutiefst dankbar. Romuald Bonk, Edward Antoniak, Guy Chamaillard, Georges Cretin, Gesa Bondy, nur wenige Überlebende konnten davon Zeugnis ablegen, wie SS- und Wehrmachtsangehörige und Zivilisten an jenem Abend des 13. April 1945 die US-Truppen standen nur noch wenige Kilometer entfernt. Mehr als 1000 wehrlose, von Zwangsarbeit, Hunger, Kälte gezeichnete KZ-Häftlinge hier in die Feldscheune des Guts Isenschnee betrieben und diese in Brand steckten. Diese Menschen gehörten zu den Hunderttausenden von Gequälten, die glaubten, der Hölle in den Lagern entronnen zu sein. Und viele kamen in eine neue Hölle, die Hölle der Todesmärsche. Die Täter müssen gehört haben, wie die Verzweifelten in der Scheune um Hilfe riefen, auf Russisch, Polnisch, Französisch, Holländisch, Ungarisch, Italienisch. Sie müssen gehört haben, wie sie schrien. Sie müssen gehört haben, wie sie beteten. Aber die Mörder kannten kein Erbarmen. Erst in den frühen Morgenstunden senkte sich Stille über die Scheune, die Stille des Todes. Grauen, Entsetzen und Wut empfanden die amerikanischen Soldaten, als sie die Toten in den noch rauchenden Trümmern fanden. Und als sie entdeckten, dass die Täter ihre Tat offenbar vertuschen wollten. Der 102. US-Infanteriedivision unter General Keating verdanken wir, dass die Opfer beigesetzt wurden und dass die Welt erfuhr vom Holocaust auf Gardelegen, so nannte die amerikanische Illustrierte Life
dieses Massaker, über das Sie schon am 7. Mai 1945 mit wirklich erschütternden Fotos berichtete. Ihnen verdanken wir es, dass die Welt erfuhr, was hier in Gardelegen vor 75 Jahren geschehen ist. Ihnen, Freiern der US-Armee und ihren Nachfahren, möchte ich heute danken. Und wir erinnern uns, es waren Deutsche, die hier mehr als 1000 Menschen umgebracht haben. Als Bundespräsident verneige ich mich in tiefer Trauer und Demut vor den Opfern. Die meisten von ihnen sind bis heute namenlos und sie kamen aus ganz Europa. Der Schmerz lebt in vielen Ländern, er lebt in den Familien der Opfer bis heute fort und das ist nur zu verständlich. Liebe Agnieszka Śliwińska, liebe Svenja Granzo-Rauwald, Ihnen und allen anderen Angehörigen der Opfer möchte ich versichern, wir Deutschen sind zutiefst dankbar für die Hand der Versöhnung, die uns gereicht wurde von unseren Nachbarn, aber auch von den Nachfahren der Opfer. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir wollen ihr gerecht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist wichtig, dass wir uns erinnern. Es ist wichtig, dass wir die Erinnerung wachhalten an Verbrechen, von denen bis heute viele, zu viele Deutsche nichts wissen. Gardelegen steht für viele kleine Orte in Deutschland. Es steht für die Verbrechen, die Deutsche in den letzten Wochen und Tagen des Krieges, der längst verloren war, begangen haben. Sie mordeten bis zur letzten Minute, mitten in Deutschland, überall in Deutschland. Ja, es waren Deutsche, auch hier in Gardelegen. Und die Täter waren nicht nur Angehörige der SS und der Wehrmacht, auch der örtlichen Polizei und der sogenannte Volkssturm beteiligten sich, alte Männer und halbe Kinder. Oberst Lynch, der Stabschef der 102. US-Infanteriedivision, formulierte das damals im April 1945 unmissverständlich und sagte: Einige werden sagen, die Nazis seien für diese Verbrechen verantwortlich. Andere werden auf die Gestapo verweisen. Aber es ist die Verantwortung des gesamten deutschen Volkes. Zitat Ende. Gewalt und Zerstörung, millionenfacher Mord in den Konzentrationslagern und auf den Todesmärschen, all diese Verbrechen hatten Deutsche zu verantworten. Wenn wir über die Verbrechen dieser letzten Tage und Wochen im Krieg sprechen, stellt sich die Frage nach der Verantwortung noch einmal mit aller Schärfe. Sie wurde lange, nach meiner Ansicht zu lange, verdrängt, der Verantwortung von Bürgermeistern, Dorfvorstehern, Polizisten, Feuerwehrleuten, Pfarrern und Ärzten, von Männern und Frauen, von Menschen, die gesehen hatten, in welchem Zustand die Häftlinge waren, die durch ihre Dörfer und Kleinstädte getrieben wurden, die weder helfen mochten, noch dem Morden Einhalt geboten oder die sich sogar selbst daran beteiligten. Ja, es gab auch die anderen, die Mutigen, die Anständigen, die Häftlinge versteckten, ihnen zur Flucht verhalfen, aber das waren nur wenige, zu wenige. Nur wenige waren es auch, die sich für Verbrechen in dieser letzten Phase des Krieges vor Gericht verantworten mussten. Ja, es ist beschämend, dass einer der Hauptverantwortlichen für das Massaker von Gardelegen bis zu seinem Tod 1994 in Düsseldorf lebte, ohne dass er für seine Tat zur Verantwortung gezogen wurde. Es wurde geschwiegen über die Gräuel. Es wurde geschwiegen über die Opfer und die Täter. Oder wenn nicht geschwiegen wurde, dann wurde das Gedenken oft politisch instrumentalisiert, und zwar ohne die Bereitschaft zur Selbstkritik und den Willen zur Gerechtigkeit. Eine offene Auseinandersetzung über die Verbrechen in den letzten Kriegstagen begann erst Jahrzehnte später. Und sie ist, das haben wir auch heute erkennen können, nicht zu Ende. Der israelische Historiker Daniel Blattmann, dem wir eine
der profunden neueren Untersuchungen über diese Zeit verdanken, hat es mal so formuliert: Wer es ehrlich meint, hat er geschrieben, der muss sich mit der Beteiligung der zivilen Gesellschaft auseinandersetzen, mit denen, die damals an diesen Orten lebten. Das geschieht inzwischen. Überall in Deutschland haben sich auch engagierte Gruppen und Initiativen gebildet, gefragt und geforscht. Und sie haben den Opfern der Todesmärsche Denkmäler gesetzt, auch hier in Gardelegen und seinen Ortsteilen. Ich denke an den Förderverein dieser Gedenkstätte, an die Schülerinnen und Schüler der AG Stolpersteine, des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte Ihnen allen danken dafür, dass wir heute mehr wissen. Meine Damen und Herren, wenn es schon unmöglich ist zu verstehen, so ist doch das Wissen notwendig. Diesen Satz von Primo Levi habe ich im August vor einem Jahr bewusst an meine Landsleute in Deutschland gerichtet. Ich war damals in Fivizzano, einem Bergdorf in der Toskana, einer jener vielen Orte in Europa, in denen die SS entsetzliche Verbrechen verübt hat. Es war der Beginn einer Reihe von Gedenkveranstaltungen zum Zweiten Weltkrieg. Dass ich als deutscher Bundespräsident zum Gedenken in Fivizzano, in Wielun, in Warschau, in Bastogne, vor allem in Yad Vashem geladen wurde, erfüllt mich mit tiefer Demut und Dankbarkeit. Mit der heutigen Veranstaltung hier in Gardelegen schließt sich für mich ein Kreis. Ich möchte den Satz von Primo Levi deshalb heute noch einmal wiederholen. Wir müssen wissen, was geschehen ist. Wir müssen wissen und das Wissen weitergeben an die kommenden Generationen. Sehr verehrte Gäste, heute ist der Internationale Tag der Demokratie. Er erinnert uns daran, dass Demokratie nicht selbstverständlich und erst recht nicht auf ewig garantiert ist. Er erinnert uns daran, dass uns unsere Vergangenheit Lehren aufgibt für die Gegenwart und die Zukunft. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Demokratie, in der unser Rechtsstaat nicht unangefochten ist, in der autoritäres, sogar völkisches Denken neue Verführungskraft entwickelt, in der neue Verschwörungsmythen gedeihen, in der die Taten von Hanau und Halle, in der die NSU-Morde und andere rechtsterroristische Anschläge möglich waren. Unsere Verantwortung ist es, jede Form von Antisemitismus und Rassenhass zu bekämpfen, einzutreten für die Demokratie und die Würde eines jeden Einzelnen. Diese Prüfung, die müssen wir heute bestehen, vor den nachfolgenden Generationen, und wir müssen sie bestehen für die nachfolgenden Generationen. Für Sie, die Jungen, die wissen sollen, welches Grauen, welches Leid einst Diktatur, Rassenhass und Nationalismus über Deutschland und ganz Europa gebracht haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir keinen Schlussstrich ziehen und nicht zurückfallen in altes Verdrängen. Meine Damen und Herren, nicht die Erinnerung an die Vergangenheit ist eine Last. Zur Last wird sie, wenn wir sie leugnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Orte wie diesen haben, Orte des Erinnerns. Deshalb ist es wichtig, dass wir Wissen kreativ vermitteln, dass wir neue, historisch fundierte, aber auch, wie Sie gesagt haben, emotional berührende Formen der Vermittlung finden. Neue Technologien eröffnen uns da auch neue Wege. Sie hier in der Gedenkstätte Gardelegen machen vor, wie das gehen kann. Sie sind neue Wege gegangen und ich bin sicher, dass Sie hier eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es um die Beschäftigung mit dem letzten dunklen Kapitel der NS-Zeit geht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und vor allen Dingen viele Besucher. Und wenn ich mir als Bundespräsident noch heute etwas wünschen darf, dann das, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler
mindestens einmal in ihrer Schulzeit eine Gedenkstätte wie die ihre besuchen, damit sie noch einmal ganz im Sinn von Primo Levi wissen. Wissen, was geschehen ist. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Frau Büdenbender, sehr verehrte Frau Bürgermeisterin Schumacher, sehr geehrter Herr Botschafter und Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen und konsularischen Korps, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung und des Landtages, sehr geehrter Herr Landrat Zieche, sehr geehrter Herr Dr. Langer, sehr geehrte Damen und Herren. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Thomas Hobbes, pessimistisches Menschenbild ist zum Sinnbild der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden. Es war das Zeitalter des Genozids und der Lager. Die Topographie des nationalsozialistischen Terrors verzeichnet viele Orte. Zu diesen Orten gehört auch die Isenschnipperfeldscheune. Kurz vor Kriegsende erreicht der nationalsozialistische Völkermord eine neue Dimension. Erst in der jüngsten Zeit hat sich die historische Forschung intensiv mit den Todesmärschen der Räumung der nationalsozialistischen Lager auseinandergesetzt. Sie war das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmordes, zum Teil unter aktiver Beteiligung der deutschen Bevölkerung. Eine bis heute besonders verstörende Tatsache. Das Leben der Häftlinge auf diesen Todesmärschen hing von Zufall und Willkür ab. Jeder dritte von ihnen, insgesamt 250.000 Häftlinge, kamen ums Leben. Unser besonderes Gedenken gilt an diesem Tag allen Opfern des Massakers in der Isenschnipper-Feldscheune. Von dem Verbrechen zeugen die Grabsteine auf dem Gelände der Gedenkstätte. Mehr als 100.000 Menschen fielen dem Massaker zum Opfer, ermordet im Namen einer antiaufklärerischen und alle humanen Werte verneinenden Ideologie. Aber was sagen Zahlen aus? Sie bleiben abstrakt und machen nicht die individuellen menschlichen Schicksale sichtbar. Sie verraten uns nichts über Leid, Gefühle und Ängste der Opfer und ihrer Angehörigen. Sie bleiben stumm. Die Fragen müssen wir stellen, jede Generation aufs Neue. Deshalb sind das Gedenken und die Erinnerung so wichtig. Sie sind der letzte Tribut, den man den Opfern und deren Hinterbliebenen zollen kann. Wir brauchen authentische Orte der Erinnerung und des Gedenkens. Hier auf dem Gelände der Gedenkstätte wird der Besucher ganz unmittelbar mit der Geschichte konfrontiert. Wohin Hass, Intoleranz und Rassismus führen, hat uns die Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands gezeigt. Dieser Geschichte müssen wir uns stellen. Unsere Vergangenheit bürdet uns Verantwortung auf. Sie macht vor niemanden Halt. Schon heute ist der Nationalsozialismus für die meisten Menschen Geschichte, keine erlebte Vergangenheit. Erinnerungspolitisch vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Bald wird sich niemand mehr an die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 unmittelbar erinnern. Der Verlust der Unmittelbarkeit kann vor allem durch die Arbeit der Gedenkstätten kompensiert werden. Ihr Beitrag zur Erinnerungsarbeit wird immer bedeutsamer. Denn das Erinnern wird mit jedem Jahr, das seit dem Grauen vergangen ist, wichtiger. Es darf kein Vergessen und Verdrängen geben. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist gefordert. Geschichte ist mehr als nur die Summe von unmittelbarer Erfahrung und persönlichem Erleben. Deshalb ist eine angemessene Form des Gedenkens ohne Zeitzeugen nicht nur möglich. Sie ist auch dringend geboten. Nicht ob, sondern wie wir uns zukünftig erinnern,
ist die alles entscheidende Frage in diesem Zusammenhang. Neben die unmittelbare tritt unzunehmend die besondere, die sekundäre Zeugenschaft. Sie erfordert vor allem Engagement und Empathie. Der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen muss stets neu ausgetragen werden. Das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus nimmt heute einen zentralen Platz in unserer Gesellschaft ein. Das muss so bleiben. Erst die Erinnerung schützt vor Wiederholungen. Das öffentliche Gedenken und die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen waren und sind unabweisbar. Täuschen wir uns nicht. Hitler und das radikal Böse bleiben eine anthropologische Möglichkeit. Der Nationalsozialismus war kein unerklärlicher Ausrutscher auf dem Weg eines unaufhaltsamen Fortschritts und Hitler kein Betriebsunfall der deutschen Geschichte. Was geschehen ist, kann sich wiederholen oder mit den Worten des Auschwitz-Überlebenden Primo Levi, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir uns zu sagen haben. Das hat Konsequenzen für unser gegenwärtiges Handeln und für die Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft. Niemand soll sagen, man könne doch nichts ändern. Das Gegenteil ist richtig. Wir bestimmen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wir alle müssen wachsam und sensibel sein gegenüber offenen und latenten rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Äußerungen und Haltungen in unserem privaten wie beruflichen Umfeld. Wir müssen genau hinsehen, uns einmischen, nicht schweigen, sondern entschlossen handeln und energisch widersprechen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, hat 1952 vor der Legende gewarnt, die Deutschen hätten nichts gewusst. Er setzte dagegen, wir haben von den Dingen gewusst. Viele Deutsche sind Hitler willig gefolgt, wie Gerhard Thiele, der Hauptverantwortliche für das Massaker in der Isenschnipperfeldscheune. Thieles gab es nicht nur in Garderlegen. Die historische Forschung hat das in den letzten Jahren überzeugend herausgearbeitet. Hinzu kommt, in der deutschen Bevölkerung war ein hinsehendes Wegschauen weit verbreitet. Man wusste genug, um zu wissen, dass es besser war, nicht mehr wissen zu wollen. Das darf nie wieder passieren. Für unser Gemeinwesen sind wir alle verantwortlich. Hierzu gehört auch die Annahme der Verantwortung für die eigene Geschichte. Sie war und ist für unsere Demokratie auch eine Form der Bewährung. Denn die moralischen Grundlagen unseres politischen Systems sind brüchiger, als wir zugeben wollen. Dass die Geschichte ihren Endpunkt erreicht habe und alles so bleiben werde, wie es sei, ist jedenfalls ein Irrglaube. Die liberale Demokratie ist kein Selbstläufer. Wir beobachten in letzter Zeit einen schwindenden Respekt gegenüber demokratischen Normen und Institutionen. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich immer mehr. Rassismus und Diskriminierung sind ein ernstes Problem. Populisten wollen in eine Zeit zurück, in der vermeintlich alles einfacher war. Sie vertreten zum Teil Geschichts- und Weltbilder des 19. Jahrhunderts, so als habe es das 20. Jahrhundert nie gegeben. Hierin äußert sich auch die Sehnsucht nach einfachen Lösungen im komplexen Modernisierungsprozessen. Was kann man dagegen tun? Ich verfüge zwar über kein Patentrezept, aber ich bin zutiefst überzeugt vom Wert der Bildung. Die Demokratie braucht politische Bildung und hohe fachliche Kompetenz bei Erziehern und Pädagogen. Aufklärung und Bildung schützen vor einfachen Welterklärungen. Die Wirklichkeit ist nicht schwarz oder weiß. Sie ist grau in vielen Schattierungen. Vor allem die Beschäftigung mit der Geschichte kann uns sensibilisieren und wachsamer für bestimmte Entwicklungen und Bedrohungen machen. Aber können wir aus der Geschichte überhaupt lernen? Die Frage wurde zu verschiedenen Zeiten gestellt und bis heute sehr unterschiedlich beantwortet. Ich bin überzeugt, nur aus der Geschichte können wir lernen. Eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Geschichte ist kein Strom ohne Lenkung und kein bloßes Ereignen. Sie ist das Ergebnis menschlicher Handlungen. Verdrängung, Geschichtsferne
oder gar Unwissenheit über historische Entwicklungen sind eine reale Gefahr für unsere Zukunft. Die Lehren aus dem Nationalsozialismus können nur lauten, unsere Gegenwart nach anderen, menschlicheren Maßstäben zu gestalten. Und das heißt konkret, jeder Mensch ist frei, seine Würde ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung. Die Menschenrechte sind nicht an historische oder kulturelle Bedingungen gebunden. Sie sind universal oder sie sind nicht. Menschen jeden Glaubens und jeder Hautfarbe müssen in unserer Gesellschaft als gleich angesehen werden. An diesen Grundsätzen hat sich unsere Gesellschaft auszurichten. Sie sind nicht verhandelbar. Die Werte unserer Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungs- und Religionsfreiheit setzen sich nicht von selbst durch. Sie müssen von jeder Generation aufs Neue verteidigt werden. Der Bogen der Geschichte neigt sich nicht zwangsläufig in Richtung Demokratie. Für unsere Überzeugungen und demokratischen Institutionen müssen wir entschlossen eintreten. Wir müssen wachsam bleiben und den Anfängen wehren. Das ist unsere Aufgabe.